Kommunikation ist ein Begriff, der so viel beinhaltet und unter dem man sich alles und zugleich auch gar nichts vorstellen kann. Aber schauen wir uns einmal an, was Kommunikation bedeutet. Danach geht es darum, was gelungene Kommunikation ausmacht. Kommunikation wird vom Kommunikationswissenschaftler Gerhard Maletzke als eine Art der Bedeutungsvermittlung unter Lebewesen, also unter uns Menschen, gesehen. Kommunikation findet aber nicht nur über die Sprache statt, sondern wird auch durch die Mimik und die Körpersprache unterstützt. Der Philosoph, Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hat einen Satz geprägt, der wahrscheinlich 100.000-fach zitiert wurde, nämlich: Man kann nicht nicht kommunizieren. Für Watzlawick ist jedes Verhalten Kommunikation, jeder Blick, jede Geste. Das heißt, auch wenn wir gerade nichts sagen, kann das mitunter eine Botschaft vermitteln. Wenn wir zum Beispiel neben jemandem im Lift stehen, der sich wegdreht, auf die Uhr schaut, dann vermittelt er uns, dass er nicht mit uns sprechen will, auch wenn er gerade gar nichts gesagt hat. Ein weiteres Axiom, das ist ein Grundsatz von Watzlawick, besagt: Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Das heißt, nicht nur was gesagt wird, spielt eine Rolle, sondern auch wie etwas gesagt wird. Denk mal daran, wie sich ein Satz verändert, je nachdem, ob er mit ironischem Unterton oder mit ernstem Ton gesagt wird. Ein Beispiel: Ein Professor sagt, an dieser Präsentation haben Sie aber lange gearbeitet. Mit ironischem Unterton und einer leicht suffisanten Geste klingt das ganz anders als mit ernstem Ton und ernster Mimik. Aus der Sicht von Watzlawick ist die Interpunktion der Kommunikationsabläufe entscheidend. Interpunktion ist für Watzlawick der subjektiv empfundene Startpunkt jeder Kommunikation. Was jetzt sperrig klingt, erklärt Watzlawick in einem Beispiel. Eine Ehefrau beschwert sich, dass ihr Ehemann sich immer weiter zurückzieht. Er sagt, er zieht sich nur deshalb zurück, weil seine Frau ständig an ihm herumnörgelt. Die wiederum reagiert darauf, indem sie nörgelt und er zieht sich weiter zurück. Ein klassischer Teufelskreis also, und niemand weiß so recht, wer den Streit begonnen hat und was der Ausgangspunkt für diesen Konflikt war. Nur durch Kommunikation können wir überleben. Wir sehen aber, Kommunikation stellt uns auch tagtäglich vor Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass wir achtsam kommunizieren und uns überlegen, wer die Empfängerin oder der Empfänger der Botschaft ist. Denn nur so kommt die Botschaft auch wirklich beim Publikum an. Das betrifft übrigens auch die schriftliche Kommunikation. Heißt, die E-Mail an den Professor sollte anders formuliert sein als die WhatsApp-Nachricht an den Freund oder die Freundin. Das ist ähnlich wie bei einem guten Vortrag. Auch da muss ich mir überlegen, wer ist mein Publikum, und die Sprache entsprechend anpassen.